Hallo, ihr Lieben. Ich habe Post bekommen von der lieben Melanie. Die möchte ich euch zeigen. Ja, ihr wisst schon, es liegt immer noch Krempel rum. Ich räume das dann immer nur zur Seite, weil, ja, ich brauche die ganzen Sachen noch. Ja, ich bin da zurzeit so viel am Karten basteln, aber die bastel ich nicht hier, die bastel ich woanders. Aber hier ist halt mein Schmuckbastelplatz und ja, ich will mich jetzt auch nicht rechtfertigen, aber hier sind halt noch die ganzen Sachen, die ich so mache. Kann ich ja mal ganz kurz hier so zwei, drei Sachen zeigen. Also hier liegen noch mehr, aber die sind halt schon fertig hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist ein schönes Lila eigentlich. Ich glaube, es sieht ein bisschen dunkel aus, oder? Erkennt man, dass es lila ist? Ja. Also am Schmuck basteln. Hier habe ich dann zum Beispiel so Anhänger gemacht. Weiß ich noch nicht, ob ich da vielleicht noch einen anderen Anhänger dran mache. Der ist ein bisschen lang. Ja, einmal hier diese Variante und die. Ja, aber das sollte jetzt nicht Thema sein, sondern Thema ist die Post von der lieben Melanie. Jawohl. Ich habe es schon mal aufgeschnitten. Ich musste es von hinten aufschneiden, weil vorne war so viel Klebeband, ich habe es nicht aufgekriegt. Und ja, hier unten habe ich diese Servetten entdeckt und ich habe noch mal ganz kurz die Servetten hochgemacht und habe dann schon gesehen, ah, ja, wir hatten einen Tausch, ein Loaded Envelope, Goodie Bag, Loaded Bag, wie auch immer. Ein kleines Tausch, also ein kleines Tauschpaket. Ja, ihres ist angekommen. Und da gucken wir mal zusammen rein. Ich weiß jetzt nicht, was ich als erstes nehme. Ich greife jetzt einfach mal hier so rein. So. Als erstes habe ich hier einen Block vom Action. Oh, den kenne ich ja gar nicht. Mit so Mädels. Oh, der ist mir komplett neu. Den kenne ich ja überhaupt. Den habe ich noch nie gesehen. Gut, ich schaue auch im Moment keine Hauls, weil man halt immer so, ihr kennt das selber, man guckt was und denkt so, ich muss zum Action, ich möchte das auch haben. Also, wie jetzt bei diesem Blog, hätte ich den jetzt irgendwo in irgendeinem Haul gesehen, wäre ich sofort losgerannt. So, und dann findet man das noch und das noch und das noch und das versuche ich ja gerade ein bisschen zu vermeiden, aber ja, jetzt wo ich diesen Blog hier sehe, denke ich so, oh, hatte den der Action jetzt erst oder ist das schon eine Weile her? Also ich muss das jetzt auch mal hier so aufreißen, weil ich jetzt mal reinschauen will. Ach, der ist echt toll, der Block. Ich muss mal gucken, ob ich ein Teil hier mache oder ob es mehrere Teile werden. Ich weiß auch nicht, wie mein Handy filmt. Ich habe eine andere Speicherkarte drin und es zeigt mir leider nicht an, wie viel Zeit ich noch habe. So, das packe ich erstmal hier runter. Oh, der ist echt toll. Auch die Farben sind schön. Das ist mal so ein bisschen nicht so kunterbunt, sondern ja, so ein bisschen verträumt. Vintage. Oh, cool. Ja, richtig schön. Oh, das sieht auch gut aus hier. So ein bisschen wie Aquarell gemalt. Ja, aber natürlich das hier mit den Mädels. Also die Seite hier ist der absolute Knaller. Ja, den hätte ich mir auch mitgenommen. Richtig, richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Melanie, für diesen coolen Block. Den habe ich, wie gesagt, noch nicht. So, dann habe ich hier ein schönes Paket. Ach, guck mal hier. Das sieht aus wie von Semifilm, diese Figürchen. Oh, ist das Häschen süß? Oh, ist das niedlich. Was steht da? Der Frühling ist da. Ich überlege gerade, ob ich das zum Schluss aufmache. Aber eigentlich ist das Quatsch, oder? Nee, ich mach's mal auf. Hier ist auch so ein schönes Band, was ich natürlich aufheben werde. Oh, hier steht auch was. Ab ins Nest. Och, das ist echt süß gemacht. Ah, das kenne ich. Ach, das ist ja cool. Das ist so eine, oh, wie nennt man das? Explosionsbox? Ich glaube, das heißt so. Oh, das ist ja süß gemacht. Hier ist so ein kleines Käferchen. Oh, das ist ja süß. Moment, wie war das jetzt zusammen? So hier, ne? Das Käferchen lag hier so drunter. Ja, sowas kann ich gar nicht basteln. Leider. Moment. Ich krieg's ja noch nicht mal wieder zusammen.
Da stelle ich mich wieder an wie der erste Mensch. Ja, und dann macht man das hier so hoch, den Deckel drauf und dann. Ja, das ist cool, ja. Und hier sind so verschiedene Tees. Pfefferminz. Oh, ich rieche Pfefferminz so gerne. Was haben wir hier? Hagebutte. Den trinkt mein Sohn gerne. Dem gebe ich den also. Oh, hier Himbeer Waldmeister. Ja, den trinke ich. Und das hier. Oh, Salbei liebe ich auch. Ich kaufe mir immer Salbei-Bonbons ohne Zucker, natürlich. Ja, habe ich immer in der Tasche. So, Salbei. Ich weiß jetzt gar nicht von der Firma, irgendwas mit D. Dittmann oder D. Irgendwas mit Mann. Also D vorne und hinten was mit Mann. Ja, ach, niedlich hier diese Verpackung. Finde ich total süß. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Habe ich auch mal sowas bekommen. So, ich kriege das hoffentlich auch wieder zusammen. Sieht nämlich niedlich aus, so wenn das hier so da steht. Ja, cool. Sehr, sehr cool. So. Ja, ich würde sie gerne ins Bild so reinmachen, dass man es sehen kann. Aber leider klappt das nicht. So, ich greife wieder rein. Und da habe ich. Ach! Die Karte. Ja, kann ich zeigen? Hallo, meine Liebe. Anbei meine Tauschpost für dich. Viel Freude daran und eine schöne Osterzeit. Liebe Grüße, Melanie. Genau, hier könnt ihr sehen, sie hat auch einen YouTube-Kanal. Miss 100 Morgenwald heißt sie auf YouTube. Und ich glaube auch, ja, bei Instagram bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob du da mit deinem richtigen Namen drin stehst oder auch so. Oder ob du zwei Seiten hast. Ich weiß gerade nicht, aber bei YouTube findet ihr sie definitiv. Da könnt ihr dann vielleicht auch schauen, wenn sie ein Video macht, wenn sie meins auspackt. Genau, sie hat mir hier Ostern geschickt. Sehe ich gerade. Und sie hat von mir, jetzt muss ich selber überlegen. Ich glaube. Oh, jetzt muss ich überlegen, weil ich einige Post verschickt hatte. Ja, jetzt überlege ich. Also Ostern hat sie von mir nicht bekommen, sondern. War das das Einhorn-Thema oder das Kawaii-Thema? Keine Ahnung, aber werden wir ja sehen, wenn das auspackt. Oh Gott. Ja. Ich hatte auf jeden Fall einen Aufruf gemacht. Und da hat sie sich gemeldet. Ja, so war das. So, dann haben wir hier noch so ein kleines Paket. Ach, guck mal, das ist auch süß. Mit so einem Magnetverschluss. Und hier sind auch. Ach, das ist auch cool. Das ist so cool gemacht hier. Fenchel, Anis, Kümmel. Hagebutte und nochmal der, ja, nochmal der leckere Salbei-Tee. Den trinke ich auch gerne. Ach, das ist so süß. Und hier ist auch was Interessantes. Das sieht ja aus wie Funkel, also wie so ein Kristall-Funkelschmuck. Das sind so, ich weiß nicht, ob man daraus auch wieder Ohrringe basteln kann. Ihr wisst ja, ich muss immer aus allen Ohrringe basteln. Ich hatte hier zum Beispiel auch, Moment, krieg das hier nicht ab. Das waren eigentlich Schlüsselanhänger. Habe ich schon ewig in irgendeiner Kiste liegen, zwei Stück. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt mach diesen blöden Schlüsselring ab. Und jetzt hast du riesengroße Ohrringe. Ja, ich liebe das ja, wenn das so groß und auffällig ist. Ja, und hier auch aus diesen Dingern, ich weiß nicht, von wem ich die mal habe. Diese Kreise hier. Sind ja auch so wie Perlen, habe ich einfach hier noch so eine grüne Holzperle dazwischen. Ja, sind auch cool, finde ich. Ja, also ich muss immer aus allen Ohrringen basteln. So viele Ohren hat kein Mensch, aber ich liebe es. So, vielen lieben Dank. Ah, ich habe das Goodie Bag schon. Ah, süß. Aber ich gucke mal, hier ist noch was im Paket. Moment, ich hole das jetzt hier mal so raus. Habe ich jetzt alles? Ah, hier ist noch eine kleine Notiz. Viel Spaß beim Auspacken und eine schöne kreative Zeit. Ich denke mal, das war hier dabei. Ja, und dann halt die Serviette, die auch sehr hübsch aussieht, die ich auch aufheben werde. So, das machen wir zum Schluss. Und dann gucken wir uns mal das hier an. Das ist auch wie so ein, wie so ein kleines Büchlein. Mit hier oben so einer Karottenklammer. Das Papier ist auch hübsch mit den Osterhasen. Ich habe auch einige Osterkarten gebastelt.
Ja, die Dinge habe ich auch. Die waren vom Teddy. Ah, ich fasse das so gerne an, dieses Filz. Und die gab es, glaube ich, mal beim Action. Die habe ich nämlich auch und ich habe die auch in verschiedenen Farben. Ich glaube, die habe ich mal von 20 bekommen, aber ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mir auch ein paar selber gekauft. Ja, und hier ist auch wieder der süße Hase von Sammy Film. Ich denke, das ist Sammy Film. Ja, ich denke schon, weil das ist. Ja, hier steht es ja auch drauf. Ja, definitiv. Und das ist halt derselbe Stil. Ja, erkennt man ja schon. So, dann sind hier so eine. Paper Pops. Ja, total niedlich. Die werde ich mit ins Wohnzimmer nehmen und meine künstlichen Pflanzen damit aufpeppen. Passt jetzt gerade zur Osterzeit. Hier ist auch wieder so eine schöne Schleife. Richtig hübsch gebastelt. Oh, diese Rosetten hier, ich glaube, man nennt die Rosetten. Ich kann die nicht. Also eigentlich ist es nicht schwer. Man faltet das nur, klebt das dann an der Stelle zusammen und dann hier nochmal und dann ist es ja eigentlich schon fertig. Aber irgendwie, ich stelle mich zu doof an. Das sieht bei mir nie so richtig ordentlich aus. Sondern immer irgendwie so kreblig oder ich weiß auch nicht. Ja, sehr, sehr cool. Die nehme ich mit ins Wohnzimmer. Dankeschön. Sehr cool. Die stecke ich da irgendwo rein. So, und jetzt haben wir hier das Goodie Bag, Loaded Bag, wie auch immer. Schauen wir erstmal so von vorne. Ach gut, da ist noch was hinten. Dann schauen wir dann, wenn es alle ist, also wenn es leer ist, mal von hinten rein. Hier sind Sticker. Und zwar goldene. Und die sind sehr, sehr dünn. Das ist cool. Die kann man halt leichter überall. Also die gehen dann zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Osterei jetzt Ei draufkleben würde, also das Wort Ei, dann würde das jetzt nicht abgehen, weil die so schön dünn sind. Und die anderen sind halt dann doch so ein bisschen stabiler. Die würden ja nicht halten. Deswegen sind die sehr, sehr cool hier. Dann haben wir hier. Oh ja, ich kann hier auch aufmachen. Ah, was ist das denn cooles? Sticker aus Kopenhagen oder heißen die nur so? Ah, das sind so ein bisschen wie Weihnachts-, also so wie so Etikettensticker. In so ein bisschen weihnachtlichen Stil. Also auch so für also Weihnachtskalender oder so Beutel verschließen, richtig cool. Ah, die kann man nicht aufmachen. Sonst hätte ich jetzt mal reingeschaut. Aber ich will das jetzt nicht kaputt machen. Aber man kann ja sehen, was hier drin ist. Die sind cool, die kenne ich nicht. Dann haben wir hier einen Pfeifenreiniger. Und dann geht es mit dem Fach weiter. Ah, richtig große Holzblumen. Die werde ich für meinen Balkon. Die werde ich anmalen. Ah, da habe ich schon eine Idee, was ich damit mache. Die kommen auf meinem Balkon und zwar werde ich die anmalen. Wir haben jetzt endlich mal das Katzennetz da dran und die werde ich ans Katzennetz hängen. Die ist, weil die schön groß sind. Die sind sehr praktisch. Noch ein Pfeifenreiniger in Blau. Was ist das denn? Die sind ja mal fesch. Fesch ist ja auch mal ein geiles Wort. Lange nicht benutzt. Oh, was gab es denn da früher alles, was man so gesagt hat? Außer cool und geil und mega. Ich überlege gerade, weil Fesch ist auch wieder so ein Wort. Ich muss jetzt selber lachen. Fesch ist so ein Wort, was man eigentlich selten benutzt. Genauso wie. Ja, jetzt überlege ich. Echt Daily. Ja, von dem Film Go, Trabi, Go. Da sagt der Jacqueline immer: Ach, echt Daily, du, ne? Ja, genau. Ja. Kam mir jetzt so in den Sinn, wo ich die Blätter hier gesehen habe. Könnte sogar sein, dass du die selber gemacht hast. Das ist ja auch mal eine coole Idee. Die Zackenschere hier habe ich auch noch irgendwo. Hier diese Kinderpapier-Zackenschere. Einfach so eine Blattform und dann hinten hier so ein Stück, ihr seht es ja, Schnur dran kleben. Also das ist so cool, da können wir ganz viele machen. Und auch die kann ich für meinen Balkon benutzen. Klar, die werden dann irgendwann nicht mehr so schön aussehen. Bei Wind und Wetter, ne? Ist ja Papier oder Pappe.
Aber die stelle ich mir an meiner Wand jetzt da draußen sehr schön vor. Ja, wir sind nämlich gerade dabei, oder was heißt gerade dabei? Eigentlich ist es schon fertig unter Balkon, den da richtig aufzumöbeln. Ich bin auch schon sehr zufrieden mit ihm, also mit dem Balkon. Mit dem Balkon. Die sind auch schön. Die sehen auch aus wie vom Action, aber die haben ja noch so ein Goldglitter dran. Das haben meine nicht. Also ich glaube, meine sind jetzt entweder gar nicht beglittert oder nur weiß. Ich habe jetzt aber auch keinen Bogen hier, dass ich da mal gucken könnte. Ja, und übrigens immer schön hier verziert, habe ich gar nicht erwähnt. Also überall so Oster, wie so ein kleines Täschchen, werde ich auch aufheben. Kann man ja immer noch benutzen. Nochmal ein Faltenreiniger, der dritte. Wir hatten jetzt, ich glaube, blau und lila und rosa. So, dann haben wir hier so eine. Ja, die mag ich ja auch sehr gerne. Diese Metallteile vom Action. Die sind cool. Mega cool. Ja, ich guck gerade, was hast du denn hier so? Das ist halt eine Stanze, ne? Ja, das ist echt, so eine Stanze hätte ich auch gerne. Aber was man immer alles möchte, ne? Ja, und die Sticker, die habe ich nicht. Ich habe andere. Ach, das sind zwei. Ne, ich habe andere. Die sehen anders aus. Ich hatte die nämlich jetzt erst in der Hand. Ich habe jetzt alle Ostersachen ordentlich sortiert. Und die habe ich tatsächlich nicht. Meine sehen anders aus. Ja, sehr, sehr cool. Die kann man auch sehr gut für Tüten zum Verschließen benutzen. Ja, und die Blumen hier, die kann man ja auch mal außerhalb Osterns benutzen. Auch die Küken eigentlich. Also wer sagt denn das immer nur? Ja, meistens nimmt man das halt wirklich für Ostern. Das hier natürlich ist klar, Ostern. Aber das ist super für meine Osterkarten. Aber die Küken jetzt mal im Ernst, wenn jetzt nicht unbedingt ein Ei dran ist, wie das hier zum Beispiel oder dieses hier, kann man auch mal so mit in Kawaii oder was weiß ich. Gut, Bauernhof bastle ich jetzt nicht so, Thema Bauernhof, obwohl. Ach ja, da muss ich noch mal was zu dieser Gruppe sagen. Ich hatte das letzte Mal was von dieser Kartengruppe erzählt. Ihr erinnert euch. Und die Gruppe wird wohl jetzt geschlossen. Sehr schade, aber aus welchen Gründen auch immer, ne? Jetzt gibt es eine neue Gruppe, die hat aber noch nicht so viele Mitglieder. Also sind noch nicht so viele rübergewandert. Also ich glaube, die alte Gruppe hatte 1500 und so weiter Mitglieder. Und die neue, ich glaube 159 oder so. Also noch nicht wirklich viel. Ja, aber ja, ich finde es ein bisschen schade. Es hat Spaß gemacht, die Karten, die ich bastle. Und ich habe jetzt sehr viele Karten gebastelt, zu verschicken. Bei. Naja, warum sollte man die Karten sonst basteln, ne? Also man bastelt die ja, um die zu verschicken. Und da hatte ich jetzt einen Grund, wie gesagt, die zu verschicken. Ja, mal gucken. Ist halt schade, dass die Gruppe jetzt aufgelöst wird oder wurde oder wie auch immer. Ja, na egal. Es gibt jetzt die kleinere Gruppe. Da werden dann bestimmt auch der ein oder andere noch dazustoßen. Ja, weiß ich jetzt aber nicht, wie die heißt. Ich glaube, auch was mit Geburtstagspost in schwierigen Zeiten oder so oder in schwieriger Zeit. Naja, ist ja egal. Ich kann es ja nochmal genau drunter schreiben, wenn ich nochmal nachgeschaut habe und falls es überhaupt jemanden interessiert. Ja. Und da sind halt so eine Kleinsticker halt immer so für die Briefumschläge für die Kinder, ne? Und die gucken da jetzt nicht, ob da Ostern oder ob da nur ein Häschen drauf ist. Ja, vielen Dank für diese niedlichen Sticker. Und jetzt gucken wir uns noch den Rohling quasi an. Ich muss erstmal lesen, was hier steht. Und hinten ist ja so ein richtig schönes, romantisches Papier mit so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Kirschblüten sind. Oder? Naja, auf jeden Fall schöne Blüten hier. Oh, jetzt blüht ja alles wieder so und ich liebe den Frühling. Naja, Frühling ist ja auch nur meine Jahreszeit, ne? Bin ja auch im Frühling geboren. Also Frühling ist, ja, ich liebe es. Es ist noch nicht zu warm, es ist. Man kann noch halt quasi eine Jacke anziehen, eine leichte. Und trotzdem ist es schon schön. Alles ist, wird bunt. Die Bäume blühen. Die Osterglocken überall. Die Krokusse. Oh, ich liebe es. Ich merke auch, wie ich innerlich richtig aufblühe. Also ja, im wahrsten Sinne.
Und dass dieser triste Winter vorbei ist. Oh, nee. Also ich mag Winter eigentlich schon. Fühlt sich immer gut an, wenn diese kalte Luft an der Haut. Man fühlt sich da immer 30 Jahre jünger, wenn das Gesicht so halb einfriert. Kennt ihr vielleicht dieses Gefühl, das wie so ein Lifting. Aber trotzdem, es war jetzt genug. Es hat gereicht. Es hat mich nur noch genervt. Und jetzt ist der Frühling wieder da und ich merke dann gleich, wie das bei mir umschwenkt, dass es mir da besser geht. Ja. Wollte ich mal so sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht merkt ihr auch gar nicht und dachte, ja, ich war im Winter genauso glücklich wie im Sommer oder im Herbst oder. Ja, hat halt jede Jahreszeit so seine Vorteile, ne? Herbst ist oft schön durch Halloween, durch die Orangetöne überall und die bunten Bäume. Aber Frühling ist so, wie gesagt, meine Lieblingsjahreszeit, würde ich jetzt fast sagen. Genau. So. Liebe, liebe Melanie, vielen, vielen lieben Dank für diese süße Osterpost. Da habe ich mich sehr gefreut drüber. Ich hoffe, wie gesagt, dass dir deine Sachen auch gefallen. Ich hatte dir jetzt kein Osterthema, aber ja, ich freue mich. Ich habe noch nie Osterpost bekommen. Ja, also so komplett so Thema Ostern, ne? Wie hier. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi.